So, auf der Kötterliste ist er nochmal gegen einen Protoss, gegen den Yoshi. Wieder ein ZVP. Mal schauen, was er hier spielt diesmal, der Gegner. Wir gehen auf jeden Fall mit dieser Sonde scouten. Und natürlich, er bekommt es auch. Good luck, fun. Also wenn der Protoss äxt und dann halt kaum Truppen baut und nur ein Geld erstmal hat, dann push ich. Also das muss ich ausnutzen. Da kann ich ja nichts dafür. Hätte besser scouten müssen, dann wäre das Kill gewesen. Hätte es verteidigt bekommen. Aber so halt nicht, ne? Und beleidigen muss man eigentlich auch nicht, ne? All-In-Loop, also. Auch in All-In muss man können. Wenn man den nicht gut spielen kann, dann hat man auch verloren. Okay, was kommt da Schönes? Was baut er? Warpknoten? Braucht das zweite Gas nicht. Scheint nicht so, dass es braucht. Oh, ich brauch's auch nicht. Denn ich will ja gucken, was er macht. Schmiede. Okay, aber dass ich einen Punkt kann. Oder will er mich keinen rushen? Gleich mal gucken, was steht bei mir. Dazu noch einen Pool nehmen. So, hier steht erstmal nichts. Hier steht er, okay. Ja, das geht ja noch, ist okay. Er will jetzt die Echse nehmen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus, dass er Echsen möchte. Das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte eine Queen nehmen und auch nur eine Queen und hier eigentlich die zweite Queen. Dann richten wir uns schon mal auf dem Orakel ein. Wird nämlich im ZVP gerne gespielt, Orakel. Brauchen noch Overlord mehr. Müsste mal Linkspeed nehmen. Da noch ein paar hin. Injecten. Ah, das wieder vor, das wieder hier hingebaut irgendwo. Okay, haben wir die auch noch bekommen. Bauen jetzt mal doch ein paar Linge. Denn ich weiß nicht, ob er geäxt hat. Und wir gleich mal rein scouten. Und der Grove auf Hydras. Und mit einem Link vorscouten. Ist eigentlich eine recht große Map, also scoppen wir mal ein bisschen in alle Richtungen. Nehmen noch eine Queen dazu. Nehmen wir Upgrades. Hat er hier einen Waypoint nach vorne oder was? So, und dann kommt gleich Hydras mit dazu. Das Upgrade nehme ich doch nicht, nehme das. Ja, er hat sich jetzt eingebunkert, okay. Stalker. Nicht zu. Ich werde mal noch die dritte schnell nehmen. Nehmen die Hypers mit dazu.
Walk Speed. Und weiter hochbohren. Und immer schön weiter drohen. Hab dann gleich eins durch, das eine Upgrade. Hat er die dritte. Hydra's Upgrade nehmen. Weiter hochdrohen. Gas nehmen. Inject setzen, inject. Dann kommen wir hier schon wieder mal ein bisschen. Hallo. Ach, kann er nicht, okay. Ich will halt gucken, was ich spiele, aber das zeige ich dir noch nicht. Ja, die ist noch nicht so weit, die ist noch nicht so weit. Hat noch keine dritte. So, dann davon dahin und noch einer dahin. Mutation abgeschlossen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Metamorphose abgeschlossen. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Ungültiger Befehl. Also es kommt Immortals. Das ist okay. Wir brauchen mehr Overlords. Denn wir werden gleich einen Push machen, nehme ich mal an. Wäre vielleicht besser. Hat jetzt die dritte genommen? Ich habe gar nicht geguckt. Die Linge abgezogen. Ist nicht gut. Zu viel F2 gedrückt. Sollte theoretisch schon mal die vierte nehmen. Oh, er möchte ja gerade nehmen. Okay, dann machen wir Go, wenn er die nehmen möchte. Mit Hydras nach. Wir brauchen mehr Mineralien. Metamorphose abgeschlossen. Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Mineralien. So, und ziehen uns kurz zurück, damit wir weiter hochdrohen können. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen und noch ein paar Upgrades nehmen können. Natürlich injecten können. Hallo, injecten. Aber bevor Storm kommt, sollten wir angreifen. Und ein paar Roaches dazu. Können theoretisch noch auf den Muten gehen. Dann wollen wir noch machen. Wir machen mal keinen Muta-Switch. Okay, er möchte von dort aus droppen. Wo ist ein Dropschiff? Na, wo ist es? Und doch nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Nehmen noch ein zweites Upgrade-Gebäude. Okay, da kommt er. So, da ist er tot. Noch mehr Hydras, noch mehr Roaches.
noch mehr Roaches dazu. Mehr Overlords. Vielleicht habe ich 200. Dann gehe ich drauf und dann remaxe ich mit Mutas. Der Mutter spitzt so gut, weiß ich nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Drohnen werden angegriffen. Gravienfeld erschöpft. Gibst du nicht, räumt er mir da alles weg oder was? Mit einem verfickten Pipi. So, wir müssen auf jeden Fall hochtecken. Auch Ulis. Guck mal, was wir mit den Muten anstellen können. Wir brauchen mehr Vestingas. Mineralienfeld. Der Schwammklasse wird angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden Vestingas. Mineralienfeld erschöpft. Wir brauchen mehr Vestingas. So, wir brauchen mehr Vespingas. Das ist gar nicht gut. Da drei rein, da drei rein. Ich habe zu wenig Gas. Zu wenig Gas. Ah, schnell. Alle Mann da, 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 dort. Einfach nur alles am Powern. Er hat keinen Blink. Aber bestimmt noch ein Cannons. So, Roaches bauen. Ich muss unbedingt den Jack setzen. So, und dann brauchen wir noch mehr Roaches und mehr Hydras.
Wir müssen unbedingt mehr Hexen. Das bringt alles nichts mehr. Wir müssen gucken, ob er die vierte hat. Wenn er die nicht hat, ist eigentlich alles okay. Ulibo dazu Upgrades nehmen. Okay, er hat die vierte. Brauchen wir noch mehr Linge? Dann haben wir ein paar Ling-Runs. So, hier Upgrades. Mineralienmetamorphose abgeschlossen. So, Uli Upgrade. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Kommen wir mal hier hin. Ein paar Ulis. Wir brauchen Mineralien. Noch mehr Linge. Wir brauchen mehr Overlord. Der hat er nichts. Metamorphose abgeschlossen. Kommen wir hier rein. Mutter Mineralienfeld erschöpft. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Stompy muss weg. Wir brauchen mehr Overlords. Scheint so, als ob er ein bisschen überfordert wäre. Ja, GG, das Spiel ist vorbei. Das wird heute mal eine ganz schön lange Folge. Gut, die ersten zwei Mal ist der Gegner rausgegangen, das zweite war ein All-In. Und das war mal kein All-In und trotzdem gewonnen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard. Bis dahin, tschüss. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen und würde mich freuen, noch morgen wieder bei uns einschaltet. Wer nichts verpassen will, kann wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts sein StarCraft-Projekt, unten rechts eines anderen Projekte. Bis dahin, schaut auch morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.